Jetzt gibt es ein Schnäpperchen auf dem Stand von Krieghoff hier auf der Messe in Grünau. Neben mir steht Kai-Uwe Kühl von K&K Premium Yacht und der hat was ganz Besonderes in seinen Händen. Aber bevor wir dazu kommen, es gibt ja aktuell im südlichen Afrika eine Entwicklung, die du im Juni diesen Jahres schon beobachten konntest. Kannst du es nochmal kurz unseren Zuschauern erzählen, was da unten los ist in Namibia? Ja, ich habe das schon kommuniziert in unserem vorletzten Film. Da halten die mal wieder ein bisschen, Was Namibia betrifft, die Problematik geringer werdender Lebensraum, wachsende Elefantenpopulation, dazu jetzt eine Dürre und Trockenheit, dass den Farmern die Ziegen, Schafe, Rinder wegsterben und die Bevölkerung in Namibia an Hunger leidet. Und wir haben jetzt in den uns zugewiesenen Konzessionen alleine 7 Fleischelefanten zugewiesen bekommen von der Regierung, die geschossen werden, um sie als Nahrungsquelle der Bevölkerung zuzuführen. Schalt mal die und Kamera. Man sieht hier das Messeangebot. Wir unterstützen die Namibianer jetzt in der Beschaffung von Nahrungsmitteln. Ja. Und müssen bis Ende Dezember noch 7 Fleischelefanten erlegen. Und inzwischen ist es auch in Simbabwe so, dass auch dort 200 Elefanten erlegt werden sollen, um der Bevölkerung Fleisch zuzuführen. Und da braucht man natürlich auch ein ordentliches Kaliber für? Ja klar, für einen Elefant reicht auch eine 3,75 Holland. Aber dies ist eben die 500 NE, das ist mein bevorzugtes Kaliber für Elefant, weil sie eben auch ein Stopper ist. Also wenn da mal was schief geht und der Elefant irgendwie ein bisschen aggressiv wird, dann ist die 500 NE, die ist einfach dann my first choice. Das ist eine Lebensversicherung und diese Waffe ist, hat eine Holzkategorie C2, hat rechts eine Leopardengravur, tief gestochen. Die andere Seite und ist auch sehr interessant. Und links, das was wir mit großer Freude immer machen, ist die Büffeljagd. Ja, und die Waffe hat auch die Kugelspannung, Doppelzüngelabzug und ist eigentlich im Grunde genommen genau das Gewehr, was man für eine Elefantenjagd benötigt. Und ich hoffe, dass wir der namibianischen Bevölkerung auch jetzt noch zur Seite stehen können als deutsche Jäger und noch ein paar Elefanten erlegen, um die Hungersnot ein wenig zu mildern. Ja, wenn ich da mehr wissen will, gibt es ein Programm, wo man sich das angucken kann? Ja, bei K&K Premium Jagd gibt es diesen Hinweis auf die Fleischjagd, auf Antilopen und Fleischelefanten in Namibia auf www.premiumjagd.de oder schicken Sie einfach eine Nachricht an info@premiumjagd.de oder rufen Sie an in der Fußballhauptstadt. In der Fußball- und Jagdhauptstadt unter der Nummer 0231 390 84500. Es ist nicht Düsseldorf? Nein, es ist nicht Düsseldorf. Die Farbe ist nicht rot. Ja. Dann gibt es alle Informationen. Also mich würde es freuen, wenn einige, die noch Zeit haben und Lust auf diese Fleischelefantenjagd mitzukommen. Das ist preislich wirklich sehr überschaubar. Und normalerweise zahlt man für einen Elefant so viel wie für diese Büchse. Und weil wir den Preis noch nicht erwähnt haben, wo liegen wir denn preismäßig? Hier liegen wir bei 40.000 Euro. Also ein Schnäpperchen. Ein Schnäpperchen, aber mit der Elefantenjagd, wenn man das dann zusammen addiert, dann ist es ein Schnäppchen. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Gerne. Und maximale Erfolge. Danke. Und bis die Tage. Wir sehen uns ja in Kürze wieder. Ja, nächste Woche schon wieder, ne? So ist es, ja. Ja.